Man kann es ja irgendwie verstehen, ne? Aber. Digga, der Mann hat allerdings keinen Bock mehr, Hildegard zu kuscheln. Ich glaube auch eher. So, das ist so die Vorstufe. Digga, was musst du für eine Krankheit haben, um nicht mehr kuscheln zu können? Nee, das ist so, die Vorstufe, glaube ich, hallo? Zu Gangbang-Feier. Hakuna Matata und herzlich willkommen! Heute eine Map von Loser Tino. Den Namen habe ich eiskalt noch nie gehört. Ich kenne nur ein Tino. Tino. Diese Map wurde noch null angefasst. Wir sind die Ersten, die jetzt drauf fahren und wir können die bewerten, wie wir möchten. Jungfräulich! Marvin muss vorfahren, weil dann bleibt es jungfräulich. So klein wie Marvin ist. GG, wunderschön, Marvin. Du bist richtig schön rumgereicht. Hast du ganz toll gemacht, Marvin. Ich bin stolz auf dich. Ist das schön. War so klar, es war so klar. Ist das schön. Alter, da reinzukommen ist ja gar nicht so einfach, glaube ich. Obwohl, du musst, glaube ich, nur seitlich springen. No. Seitlich? Alter. Oh, der Erste, der reinkommt, ich glaube, dann gibt es eine schöne Treupackung, ne? Oh. Nein. Nein. Nein! Digga, dass du eiskalt mein Outfit in Luft sprengst, ne? Du bist so ein Bastard, Alter. Digga, Feuer mit Feuer bekämpfen. Kennst du das? Feuer mit Feuer. So ein Lappen. Hallo! So ein richtig harter Lappen. Komm her hier! Zieh dich. Ah. Was tust du da? Digga, was tust du da? Nein, aua! Nicht! BAM! Digga! Okay. Nicht den Hauch einer Chancigkeit hast du, Alter. Digga, du bist so armselig, ja. armselig. Ey, so arm. Bist du peinlich? Digga, Hauptsache, das ist peinlich, Digga! Wenn du oben bist, dann hast du einfach bessere Chances. Hier. Miese Trottel. Okay, ich spawn auch mal neu. Langsam ist langweilig. Okay, das können wir tryharden. So, sehr schön. Ups. Komm, Baby. So, komm ich jetzt. Verrückte Sprünge. Rein. Dann komm ich nicht. So, und jetzt gibt's die Tourkutsche. So. Dann komm ich nicht. Hallo. Und hallo. Nein, komm ich nicht. Digga, so schwer ist es doch nicht. Ja, ich bin jetzt viermal gegen die Kante gesprungen, Alter. Obwohl ich sogar nur um 5 drücke. Digga, was ist denn das für eine Scheiße? 5-mal am Stück. Schade! Lol, ich wollte die eigentlich aufhalten. GG. Und explodiert. You are fucking GG. Welcome! So? Oh. Hallo? Oh. Digga, warum? Digga, warum was? Warum was? Was getan, Alter? Es geht los. Mit weiteren Gold. Total verrückten Sprüngen. Oh. Alter, wenn ich gleich explodiert. Okay. Hätte mich selber gestreichelt. Ja, selber streicheln, das macht Digga ganz, ganz gerne mal. Er liebt es, sich zu streicheln. Jeden Abend. Und morgen. Und zum Mittagessen. Ich habe heute mal wieder eine Zeitung gekauft. Ja, ich lese ab und zu Zeitung. Es gab dort eine Anzeige für Kuschelpartys. What the fuck, Alter? Ja, aber wobei, das habe ich, glaube ich, schon mal irgendwo gesehen. Kuschelpartys, das ist richtig crank. Also erstmal stand da, richtig geil, niemand ist jünger als 30. Okay. Und das sind einfach Menschen, die sich erstmal warm tanzen am Anfang. Digga, wo muss denn hier lang? Digga, warm, das ist so eine esoterische... komische Fickscheiße. Ja, okay. Also die sich warm tanzen. Ich meine, jeder, der das machen will, von mir grün ist sie ja, einfach. Also die kuscheln, also ne, kuschelt ja auch ganz schön mit seiner Freundin, aber das ist schon etwas weird. Hey, ich glaube, wir müssen auf die schwarze Röhre. Und ich fand es einfach krass, dass es sowas gibt. Ja, es gibt, scheint echt viele Menschen zu geben, die gerne kuscheln. Gerne kuscheln. Digga, wie zum Fick soll man da hochkommen, Alter? Digga, direkt drauf. Ist nicht schwer. Was? Ich muss einfach rechts rausspringen. Easy peasy! Das ist wirklich nicht schwierig. Okay, ist da irgendein Troll? Nein!
Okay. Also du musst minimal weit springen. Es ist ein Weitsprung, ne? Da, den Tipp gebe ich dir schon mal. Schau mir das an, wo du bist. Alter, das wäre wieder so typisch. Dicke, würdest du eigentlich auch auf Kuschelpartys gehen? Was? Kuschelpartys? Kein Fall, Alter. Digga, warum nicht? Ja, körperliche Nähe ist hässlich. Beziehung ist sehr weird. Oh oh. Halt dich! Ich halte dich auf! Ich halte dich auf! Oh. Oh. Ja, ich hab abgebremst. Das will ich hier nochmal so kommentieren. Ich hab abgebremst. Ja, Kuschelpart. Wer geht denn auf Kuschelpart? Aber es ist halt. Ich, ganz ehrlich, ich hab sowas, glaube ich, schon mal auf Dokus, in Dokus gesehen. Das ist halt immer so. Ja, halt so Mitte 30, Anfang 40 vielleicht. Ab älter gibt's so 100%. Also, stand auch. Hildegard. Und halt so komplette Ökos. Hildegard 50. Hildegard 50 ja, geht da hin. Perfekt passt. Weil Hildegard 50 passt. Ihr Mann krank ist und sie nicht mehr kuscheln kann. Und deswegen geht sie auf Kuschelparty. Also man kann sie irgendwie verstehen, ne? Aber. Digga, der Mann hat allerdings keinen Bock mehr, Hildegard zu kuscheln. Ich glaube auch eher. So, das ist so die Vorstufe. Digga, was musst du für eine Krankheit haben, um nicht mehr kuscheln zu können? das ist so, die Vorstufe, glaube ich, zu Gangbang-Feier. So, erstmal warm machen auf einer Kuschelparty und danach gehst du schön auf eine Gangbang-Feier. Ja, es ist im Anschluss direkt. Die einen können dann gehen und die anderen bleiben so. So, 15 Uhr, ab 16 Uhr beginnt hier die Gangbang-Feier. Wer dann noch kuscheln möchte, bitte draußen weitermachen, danach wird sie richtig heiß. Digga, wie kommt man auf die Scheiße hier rauf, Alter? Was ist für ein komischer Hintergrund? Und das ist ja auch richtig trendy. Ich hab davon wirklich das erste Mal jetzt gehört. Und das war eine Zeit lang schon mal trendy. Und das kostet was 19 Euro. 19 das Euro kostet Eintritt. Auch noch? Das kostet 19 Euro Eintritt. Digga, sind die bekloppt, Alter? Ja, läuft bei denen, ne? 20 Euro für Kuscheln zahle, sind die behindert? Ja, also. Digga, stell dich auf eine scheiß Straße mit einem Schild in der Hand, Free Hugs und Happy. Ist auch nicht schlecht. Digga, was für ein Kuschelparty für 20 Euro? Wenn das kostenlos wäre, okay, Alter, aber wir zahlen dafür noch Geld. Ja, ich weiß auch nicht. Das ist weird. Ist das schon Prostitution eigentlich dann? Also, sie machen es ja. Das ist eine gute Frage. Also, für körperliche Nähe Geld zahlen, hört sich dann ja erstmal nach dem horizontalen Gewerbe an, ne? Ja, und der Pimp ist dann der Veranstalter. Ey, ganz ehrlich, wir machen auch Kuschelpartys. Alter, Digga, ich krieg das hier nicht hin, Alter. Ich kauf diesen Wallride nicht drauf. Hä, wo bist du denn? Ich bin schon 20 Mal angefahren, Alter. Warte mal, wo bist du denn? Ach, da hinten, dein Ernst? Ich komm nicht drauf, Alter. Ohne Scheiß, vielleicht musst du mal eine Kuschelparty besuchen. Ja, guck dir das mal an. Ja, ich seh's gerade. Ich find's weird, dass du das Problem hier und machst. Vor allem, Digga, ich muss jedes Mal zurückfahren, ne? Ich schau jetzt nochmal an. Hier kriegst du einen Glücksschuss, Batz. Alter, du springst aber auch richtig geil. Digga, das ist. Ich weiß nicht, was ich anders machen soll. Ich bin schon weiter rechts und weiter links gesprungen. Das klappt nicht. Ja, vielleicht. Also, du überdrehst dich ja heftig. Du musst so einen Winkel aufwand, dass du so den Winkel beibehältst. Alter! Digga, ja. Es gibt so einen Winkel nicht. Hä? Okay, das ist finde ich jetzt merkwürdig. Muss ich ja mal jetzt sagen. Ich war jetzt gerade richtig weit links. Bin richtig weit links gefahren, ist nur mein Reifen quasi rechts. Aber wenn ich jetzt ganz rechts fahre, bin ich auch so. Alter, du springst aber auch richtig weird. Und ich habe ja nicht mal viel. Ich fahr doch auf der Rampe fahre ich an, Alter. Kannst du nicht einfach ohne die Rampe das machen und da so auffahren? LOL. Digga, hast du das auch ohne Rampe gemacht? Nein, also ich hab so eine Rampe gemacht, ja. Wie? You are welcome. War das eine Trollrampe oder? Ja, Hildegard 50 meldet sich da bei dir. Digga. Alter, okay. Verrückte Sprünge, weiter geht's! Hä, aber waren hier schon Sprünge bis jetzt? Ja, es waren doch nur Sprünge, also ein paar. Also verrückt waren die jetzt nicht unbedingt, aber waren Sprünge. Hä, wo waren denn Sprünge? Ja, zum Beispiel in den schwarzen Tubes, dass du da hin und her gesprungen bist. Sowas eben. Oder ganz am Anfang der Sprung. In schwarze Tube hin und her? Ganz am Anfang in diese roten Ringe rein. Ja, das war ein Sprung. Und er meinte, wir müssen das unter 15 Minuten schaffen. Und wir haben uns ja schon hardcore viel getrollt. Lol, da hinten ist so. Ey, wow! Das ist das Ziel, oder? Ja, das ist das Ziel. Oh, la, la, la. Digga, wir haben uns. Toll. Wow. LOL! Wow. Ich dachte, okay, wir schaffen das nicht. Wollte gerade schon sagen, auf keinen Fall schaffe ich das noch, aber. Okay. Ja, soll ich hier noch warten? Hä? Nee, ich mach jetzt hier. Ich respawn und bin einfach im Ziel. Auch nicht schlecht. Aber Tino mit N. Diese Map war ganz fresh, aber
viel zu einfach, also viel, viel zu einfach. Und 15 Minuten. Digga, diese, Minuten je mehr Halfbomben können. Ich benutze, desto besser war die Map. Okay? Okay. Ich kann mir schon gut, ich kann mir schon vorstellen, was ich kann. So gut war die Map. Aber Loser Tino, trotzdem danke dir fürs Bauen. Weiter geht's mit der nächsten. Da sind wir wieder, jetzt zocken wir was Spanisches. Und da Deko und ich in der Uni Spanisch hatten, werden wir das mal eben übersetzen, oder? Kakur con los coches, das heißt schon mal... Coches heißt Eier. Wir sagen Kakur mit den Kakerlaken, mit den Kakerlaken des Personalausweises der Geschichtswelt. Meinst du das richtig? Also Kakur, ich übersetze coches mit Eier und nicht mit... Was hast du gesagt? Personalausweis? Ich habe jetzt aus Troll einfach mal Kakerlaken gesagt. Ich sag immer noch Kakur mit den Personalausweisen der Kakerlaken. Das macht, wenn ihr Spanisch könnt, schreibt es gerne rein. Oder ich finde, mit dem Personalausweis der Eier viel mehr Sinn. Hört sich auch gut an. Digga, stell dir vor, du hast einen Personalausweis für den Eier. Alter, das ist richtig geil. Richtig Premium, Alter. Hat das, meinst du, hat irgendein Mensch auf der Welt einen Personalausweis für seine Eier? Also, das richtig geil wird es dann im Supermarkt. Dann musst du deine Eier mal vorzeigen, wenn du Alkohol kaufst. Digga, du musst Bilder ihre Eier sehen. Dankeschön. Digga, so, richtig, so ein richtig haariges Nutscape-Bild. Digga, hey. Lass mich! Hey! Ah! Digga, Instant Karma, Alter. Lol. What? Was ist das für ein dreckiges Auto? Das kann ja gar nicht. Oh. Was? Oh, okay, doch. Digga, block mich da jetzt nicht, ne? Oh, nee, ich fahr erstmal ganz nach oben und dann block ich dich. Kennst du doch. Kennst du doch. Was sind wir jetzt? Oh, perfekt. Oh, oh, oh. Nein. Ich schmier hier ab. Hallo. GG. Hauptsache, er konnte echt nicht mehr dann vorwärts nicht. Fahren. Ja, dieses Tagliatelle-Auto, das ist echt scheiße. Digga. Digga. So, aber was Spanisches. Das ist steil hier, Alter. Das ist eigentlich voll moderat. Was Spanisches mit den Muchachos und mit den Personaleiern. Digga, was haben wir denn hier? Oh, das Auto ist geil. So, ich komm mal kurz zurück. Oh. Oh ne, okay, du schaffst es. Oh. Aber hier ist lustig, glaube ich, wenn man zu zweit ist. Deswegen konntest gar nicht zurückkommen. Ah, oh, mit dem dicken. Oh. Lol. Alter. Digga, das war so nicht geplant. Ich wollte dich runterschieben. Hey. Ich hab nichts gemacht. Ich stehe hier nur. Ich stand hier nur. Ich hab nichts Digga, gemacht. Digga, und ich dachte mir. Digga, mit der Karre kann ich ihn auch hundertprozentig da wegschieben und dann. Schaffst du das? Verpiss dich da. Du blinkst doch noch. Jetzt nicht mehr. Digga. Alter, ich habe gar keine Chance. So. Hier wird's lustig. Nee, rüber, bevor er aufhört zu blinken. Der vorne getryhardet hier. Daddy, komm! Digga, Daddy, komm! I love Energy hinten drauf. Da hat sich doch gelohnt zu warten. Allein dafür. Ich habe einfach nicht mal die Chance, mich zu wehren. Alter. Sie hätten schneller sein müssen, Mister. Ein wenig schneller. Dann wäre das ja kein Problem. So. Aber wenn wir schon mal beim Thema Personalausweis mit Alien sind. Vielleicht gibt es das ja irgendwann. Ich will das hier mal weiterführen, dieses Gespräch. Wenn wir schon mal bei dem Thema Personalausweis mit Alien sind, da bin ich ganz kurz hellhörig aber geworden. Aber was machen dann Frauen? Zeigen die dann ihre Brüste oder? Ne, Frauen haben keine Personalausweis. Die haben keinen, weil sie keine Rechte haben oder wie? Weil sie keine Eier haben. Ja, was denn nun? Ja, weil sie keine Eier haben, haben sie keine Rechte. Und auch keinen Personalausweis. So einfach ist das gestrickt. So einfach ist das gestrickt hier. Digga. Oh, fuck. Oh. Ja, Aaron, hier, deine spanische Map, die glänzt auf jeden Fall schon mal. Aber ich finde auch noch kein bisschen schwer. Nee. Also, aber schwer geht echt anders. Lol. Wo ist Deko? Okay, Deko verkackt, aber wie das gefällt mir natürlich. Ich habe eigentlich verkackt, aber ich habe es doch geschafft. Alter, Digga, wo bist du denn? Ach, da hinten, okay. Digga, nein, willst du mich verarschen? Was denn? Hier ist schon wieder das Ziel, ey. Ehrlich jetzt? Ja, ohne Scheiß. Ey, Digga, Hauptsache wir haben so zwei Minuten-Maps, Alter. Okay, aber hier geil. Musst du springen. Warte mal, einer springt jetzt links und der andere springt rechts. Ich warte hier, mal schauen, wer ins Ziel kommt. Okay. Beide starten von hier. Bist du nicht gerade schon gesprungen? Nee, ich hab das nur aufgemacht. Okay.
Ja, also jetzt soll ich rechts rüber, rechte Röhre. Ja, sag mir, wenn du los wärst, dann fahr ich auch los. Ja, warte, ich muss auch erstmal aufmachen. Digga! Was für ein Lappen. Ich hab leider überhaupt nicht drauf geachtet, wo das Ziel ist. Ja! Als ich bin mit Fullspeed rausgesprungen und guck so auf die Map und denke, scheiße. Du bist so ein Lappen. Aber schauen wir uns noch 20 Sekunden. Oh, hier. Fahr hier schon mal runter. Du kannst auch irgendwie runterfahren, oder? Digga! Stopp, schön, verpiss dich da! Auf die Autobahn, auf die Autobahn! Hier ist der Weg! Nein, ich muss das Real schaffen! Real! Gib Abbremser! Oh fuck, Alter, niemals, oder? Ganz langsam, ganz langsam, ganz langsam! Oh, 3, 2, 1! Nein! Eine Sekunde mehr, ich bin genau reingefallen, oh nein! Oh, schade, Banane. Aber, Muchacho, das waren zwei richtig merkwürdige Maps, muss ich sagen. Danke dir, Lusatino, nochmal für die und unseren spanischen Muchacho. Wenn ihr euch gehört, Daumen nach oben. Bis dann, reingehauen und schreibt in die Kommentare, was haltet ihr von Feierpersonalausweisen? Oh, habt ihr vielleicht schon einen? Bis dann, reingehauen!